hören wir mein bisheriges Lieblingskapitel, der Engel und die Schafsäckel. In der Nacht haben ein paar Hirte draußen auf den Feldern Wache gehalten und auf ihre eizeiende Schäfler aufpasst. Die Kerle sind da gehockt wie ein Pfund Schnitzel und haben vor lauter Langeweile eine rechte Lokäste geschwätzt und alleweil dumme Sprüche rausgehauen. Ich hab Glück bei den Frauen, mir gefällt fast jede. Der Nachteil ist am nächsten Tag, dass man nie weiß, wann man fertig ist. Ich bin immer saumüd, aber wenn ich schlaf, na geht's. Und grad so blöd ist weitergegangen. Die haben ihren Spaß gehabt. Hirte waren Außenseiter in der Gesellschaft. Die haben jeden Tag mit kranken Tieren zum Do gehabt und auch mit Kadaver. Drum hat keiner mit denen was zum Do haben wollen. Von fast alle sind sie geschnitten worden. Aber der Himmelvater hatte solche Sätze wollen und zeige, dass die gute Nachricht von der Geburt vom Heiland für jeden gleich gilt. Vor Gott sind nämlich alle Menschen dupfer gleich. Drum kommt jetzt wieder der Engel vor Swan, der Gabriel, ins Spiel. Der hat nämlich schon das Wolkendeck aufgestoßen und ist in einem schneller gleißenden Licht obremst auf das Wiesle mit den Schäfer zugshaust. Zumal ist der Herr, der Himmelsbode unter Ankommen und die Herrlichkeit des Herrn hat sie umstrahlt und na, haben sie schon saumäßig Muffersausen gekriegt. Hey Leid, kommen wir mal gleich zur Sache. Ich habe etwas Wichtiges zum Sagen. Oh je, mitten in der Nacht, der Engel des Herrn. Ich glaub's ja nicht. Mir geht schon ein Schisszäpfle. Wem sagst du das? Ich hätte mir schier gar in die Hose gebronzt. Der Gabriel aber hat sich gleich beruhigt. Ihr braucht euch nicht fürchten. Guckt, ich bringe euch eine Nachricht, die alle Welt gescheit freier wird. Und jetzt hör ich zu. Heute ist in dem Flecke, in dem auch schon der König David auf die Welt gekommen ist, der versprochene Retter geboren wurde. Und zwar der Christus, der Herr. Der Sel ist der Sohn von meinem Chef. Na, hat er der Eu hört zum anderen gesagt: Ich hätte schon auch gern etwas Gleis, aber ist halt ein Geschäft. Und der andere hat gemeint: Ich habe mal einen Kentkett. Der hat eine Kentkett, die hat ein Kentkett. Das hat sie aber nicht von Selim Kett, weil der hat nämlich Kentkett. Die hat einen anderen Kentkett, der hat noch Kentkett. Und von dem hat sie das Kindkett. Wenn sie den nicht Kentkett hätte, dann hätte sie auch kein Kentkett. Der Gabriel hat bloß mit dem Kopf geschüttelt. Bleibet bei der Sache. Also, weiter im Text, hurchet her. Und so werdet ihr'n finden. Das kleine Bobbele, strack den Wendler gewickelt, in mal stupfiger Futterkribble drinnen. Ganget noch gleich, es sind ja bloß 1,5 Kilometer. Und schon war's Verkündigungle wieder rum. Kurz drauf hat's plötzlich krumpelt und gefunkelt und da und no haben sie noch nuffguckt in die Wolke. Und der Krach und das Geschrei ist immer lauter wurde. Das war vielleicht ein Schauspiel. Und was dann passiert ist, das hört man morgen.